Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie ihr den Seiten- und Wörterzähler in euren Google Docs findet. Oft gibt es strenge Vorgaben, was die Anzahl von Wörtern oder Seiten für die verschiedensten Texte angeht. Um diese nicht zu über- oder unterschreiten, solltet ihr sie stets im Blick behalten. Das geht in den Google Docs zum Glück ganz einfach. Öffnet zunächst eure Google Drive-Ablage. Jetzt öffnet ihr ein beliebiges Docs-Dokument. Oben seht ihr die verschiedenen Tabs. Wählt hier Tools aus, klickt nun auf Wörter zählen und schon öffnet sich ein kleines Fenster, welches euch im Detail anzeigt, wie viele Seiten, Wörter und Zeichen euer Dokument beinhaltet. Alternativ könnt ihr auch STRG plus Umschalt plus C drücken und erhaltet so dieselbe Aufzählung. Über welche Google Docs-Funktionen möchtet ihr mehr erfahren? Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.